So, wir haben jetzt als letzte Sprecherin für diese Session, und dann gehen wir in den Panel, Elke Allgäuer, und sie ist Kuratorin und leitet den Archiv bei der Staatsgalerie Stuttgart. Und das hat dort den Sohm-Fluxus-Archiv, wovon schon gestern gesprochen worden ist, und von Oskar Schlemmer, Will Grohmann und Adolf Hölzel auch dabei. Und sie wird uns dann auch zum Staatsgalerie, Archivalien und Sohm noch reden. So, dann, ich glaube, Elke ist mit uns in Zoom. In the world at large. Ja, hallo nach Dortmund. Hallo zusammen und guten Tag da draußen an den Geräten. Mein Name ist Elke Allgäuer. Ich bin Kuratorin der Kunstarchive an der Staatsgalerie Stuttgart und ich freue mich, heute einen kurzen Blick auf das Archiv Sohm richten zu dürfen. Als Titel des heutigen kurzen Beitrags habe ich ein Zitat ausgesucht. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Goldfisch. Auf diese Äußerung einer Fotografin im Kontext der Fluxusbewegung werde ich gleich zu sprechen kommen. Kurz zum Einstieg. Hier sehen wir die Staatsgalerie Stuttgart. Unser Museum besteht aus mehreren Gebäudekomplexen. Links unten das Gebäude, in dem heutzutage das Archiv Sohm auf der Erdgeschossebene verwahrt ist. Oben rechts die neue Staatsgalerie, auch ein Wahrzeichen der Stadt Stuttgart, wurde 1984 eröffnet. Es ist ein Gebäude des britischen Architekturbüros James Stirling, Michael Wilford and Associates. Eben haben wir davon gesprochen, dass in Bochum das Museum der Neubau einer Shopping Mall ähnelt oder Idee aus einer Shopping Mall kam. Auch hier in Stuttgart haben wir so einen Bezug aufzuweisen, beispielsweise in der Eingangssituation. Diese zwei orangenen Punkte, die Sie da sehen auf den Folien, das sind Drehtüren und James Stirling hatte da eben die Idee, dass man so eine Dynamik erzeugt, wie eben in einer Shopping Mall, dass die Besucher mit Dynamik ins Museum hineinkommen. Ja, und damit leite ich über zur Dynamik des Archivs Sohm. Hier sehen wir die legendären 1000 grünen Archivkästen des Archivs Sohm. Dieses Foto zeigt einen Teil des Bestandes, die bedeutsamen Unterlagen, die von Hans Sohm in einem Zeitraum von circa 20 Jahren in den 1960er und 70er Jahren systematisch zusammengetragen und dann 1981 mit Zentralfondsmittel vom Land Baden-Württemberg erworben werden konnte. Der Bestand umfasst neben Archivalien auch Kunstwerke, Fotografien, Druckgrafiken, Zeichnungen, Plakate, Maltipens, Artefakte, AV-Medien und wird kontinuierlich durch Schenkungen und Ankäufe angereichert. Ja, warum ist dieses Archiv Sohm so bedeutsam? Unsere Bestände wurden größtenteils direkt aus dem Geschehen zusammengetragen. Hans Sohm sammelte schon sehr früh, seit Anfang der 1960er Jahre systematisch, schwerpunktmäßig Dokumente zu den Geschehnissen in Bezug zu Fluxus, Happening, Wiener Aktionismus, konkrete Poison, Beat and Underground. Und in dieser Aufnahme präsentiert sich Hans Sohm in einem weißen Kittel in seiner sehr akkurat aufgeräumten, gepflegten Sammlung in Markgröningen. Das ist eine Kleinstadt in der Region Stuttgart. Von Beruf war Hans Sohm Zahnarzt. Seine Praxis befand sich im gleichen Haus, sodass Hobby, Leben und Beruf unter einem Dach vereint waren. Während seine Arztpraxis ihm ein stabiles Einkommen sicherte, galt seine große Leidenschaft den unkonventionellen, intermediären Kunstformen. Er hatte ein Selbstverständnis als Archivar und betonte immer wieder, dass seine Sammlung ein Dokumentationsarchiv und eben keine Kunstsammlung sei. Kurzum, Hans Sohm hatte einen ganz und gar unprovinziellen Horizont. Schrittweise hat er sein alternatives Archiv musealisiert. So hat er im Untergeschoss seines Privathauses einen Fluxshop eingerichtet, den er interessierten Besuchern öffnete. Und er stellte seine Sammlung auch aus, zum Beispiel in Köln, Stuttgart oder New York.
Das war ein regelrecht strategisches Vorgehen, das zu dem Erfolg führte, dass seine Bestände mit zu den ersten musealisierten Fluxussammlungen gehörten. Im Jahr 1981 ist die Sammlung als Konvolut von Privatbesitz in staatliche Obhut übergegangen. Hans Sohm pflegte einen regen Austausch, sei es als Gastgeber, als freundschaftlich behandelnder Arzt. Etliche Künstler ließen sich bei ihm ihre Zähne richten und als Korrespondenzpartner. Aus einer Korrespondenz, einem Geschäftsbrief, der im Archiv verwahrt ist, stammt das Zitat: Ich bin nicht auf der Suche nach einem Goldfisch. Geschrieben hat diesen Satz die Fotografin Susanne Esche am 6. Dezember 1972 an Hans Sohm. Ja, was war da los? Susanne Esche war als Fotografin engagiert, um Fotografien eben von Events zu erzeugen. Und sie wollte eben nicht nebendran stehen, sondern umfangreicher involviert sein in angehende Projekte. Diese Tür hat sich nicht geöffnet. Nichtsdestotrotz haben sich bei Susanne Esche andere spannende Türen aufgetan, sodass sie sich als Fotokünstlerin einen Namen gemacht hat. Wenn ich nun weiter über Künstlerinnen im losen Künstlernetzwerk des Archivs Sohm spreche, dann gibt es da verschiedene künstlerische Strategien. Zum Beispiel die Japanerinnen Miko Shiomi, Takako Saito und etliche andere, die nach New York gereist sind und sich Fluxus angeschlossen haben. Oder Solitäre wie Yoko Ono oder Charlotte Moorman, die ihre eigenen Formate organisierten. Yoko Ono mit ihren Chamber Street Loft Music Events oder Charlotte Moorman mit ihren Festivals of the Avantgarde. Spannend sind aber auch viele Künstlerinnen, die mit Künstlern verpartnert waren und durch ihre Freundeskreise in die Performance-Szene gerutscht sind. Zum Beispiel Simone Forti, Partnerin von Robert Morris, Pat Oldenburg, die Partnerin von Klaas Oldenburg, B.G. Fobb Hendrix oder auch Alison Knowles, die ja mit Dick Higgins seit 1960 verheiratet war. Und aus diesem Netzwerk greife ich mal drei Beispiele heraus. B.G. Hendrix, Yoko Ono und Alison Knowles. Dies ist eine Fluxus-Schachtel von B.G. Hendrix mit dem Titel Language Box. Hier sehen wir ein Multiple, das 332 Kärtchen enthält, die auf jeder Seite ein Wort aufweisen. Das Kreuz Ass ist lediglich die Titelkarte. Im Prinzip ist dieser Kasten ein Art Game. Eine Kritikerin der Zeitschrift East Village Other beschreibt das Spielszenario wie folgt. So you learn to write a poem, learn to use words the chance way, discover their secret combinations. So lernst du ein Gedicht zu schreiben, lernst Wörter auf zufällige Weise zu verwenden, entdeckst ihre geheimen Kombinationen. Werfen wir einen Blick auf Yoko Ono. Aus dem Geständnis Yoko Ono habe ich drei Ausgaben des Buches Grapefruit ausgewählt. Links die seltene Erstausgabe, signiert von Yoko Ono für Hans Sohm. In der Mitte eine Hardcover-Ausgabe aus dem Jahr 1970 und rechts ein Taschenbuch von 1971. Allein diese Beispiele zeigen, dass das Interesse von Hans Sohm am Ausgangsmaterial von Events, Happening und Performances, er hat schon früh erkannt, dass Handlungsanweisungen, egal ob auf einem Zettel notiert oder als Buch, wie hier gebunden, Monumente der Konzeptkunst darstellen und in besonderem Maße als Archivgut zu bewahren sind. Und das größte Kunstwerk des Archivs Sohm ist eine großformatige Siebdruckarbeit von Alison Knowles, Taxis Buses von 1960, 2,45 Meter hoch, 1,40 Meter breit. Es ist ein Großstadtbild, zeigt die Dynamik der Stadt New York und lässt sich wohl am ehesten mit dem Begriff abstrakter Expressionismus charakterisieren. Dieses Werk haben wir vor circa 2 Jahren aus dem Depot geholt und stellen es seither in unsere Sammlung aus, neben solchen großen Namen wie Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg und Christo zum Beispiel. Ja, es gibt nur noch wenige Werke aus Alison Knowles künstlerischer Frühphase, die erhalten geblieben sind, denn Alison Knowles hat in einer Hauruck-Aktion fast ihr gesamtes Frühwerk vernichtet.
Um diesen radikalen Schritt zu verstehen, haben wir eine Fotoausstellung konzipiert. Was wollen wir damit zeigen? Nicht nur die Aktionen, an denen Alison Knowles teilgenommen hat, sondern im Besonderen ihre eigenen Werke, ihre künstlerische Entwicklung, nämlich das, was Alison Knowles ab den 60er Jahren im Kontext der Fluxusbewegung erreicht hat. Die Ausstellung ist aktuell in den Räumen der The Gallery auf 450 Quadratmeter zu sehen und spannt den Bogen von den Anfängen der Geburtsstunde der Fluxusbewegung in Wiesbaden bis zu den Aktivitäten der letzten Jahre. Hier sehen wir das Key Visual der Ausstellung. Alison performt mit ihrem Mann Dick Higgins das von ihm komponierte Stück Danger Music, in dem Alison dem Dick die Haare abschneidet, gemäß der Handlungsanweisung, und eine Glatze rasiert. Das ist also kein normaler Friseurbesuch, sondern hier wird das Musikstück Danger Music performt, also gefährliche Musik. Ja, und dieses Foto wurde 1962 aufgenommen auf dem Internationalen Festival für Neueste Musik in Wiesbaden. In Wiesbaden tritt Alison in der Rolle als mitgestaltende Gehilfin bzw. Performerin auf. Gibt es auch ein Dokument, ein Brief von George Matschunas an Dick Higgins. George Matschunas ist der Hauptorganisator des Wiesbaden Festivals. Und George schreibt an Dick: Alison will be able to perform many pieces, voices and otherwise. That's good. Doch das ändert sich. Alison wird bald selbst Stücke zum Fluxus-Repertoire beitragen. Eines ihrer bekanntesten Fluxus-Werke ist Make a Salad, 1962 erstmals aufgeführt. Nachdem sie das Event in der Londoner Gallery One im Kontext des Festivals of Misfits umgesetzt hat, führte sie es an vielen Orten in Varianten immer wieder neu auf. Hier im Underground Club im Café Ogogo in Greenwich Village in New York im Jahr 1964. Und die Idee ist eben, dass eine mitunter typische Hausfrauentätigkeit zum gemeinschaftlichen Kunstwerk erklärt und in einer gemeinsamen Aktion performt wird. Und weil die musikalische Komponente eine Rolle spielt, werden manchmal auch Mikrofone aufgestellt, wie hier in Los Angeles im Jahr 2019. Hier stehen 8 Mikrofone vor den Anrichtetischen und Alison Knowles ist in der Mitte des Fotos in voller Aktion beim Mischen eines gigantischen Salates. In unserer Alison Knowles Ausstellung können Sie noch tiefer in die Welt von Fluxus und Alison Knowles eindringen. Wir haben ein pulsierendes Feedback von der Presse und durch das Publikum erhalten. Immer wieder ist an mich herangetragen worden, dass Fluxus ungemein aktivierend sei. Und die Impulse gehen sogar so weit, dass ich von einer Ausstellungsbesucherin eine Einladung zu einer von ihr spontan organisierten Make-a-Salad-Aktion erhielt. Die Gastgeberin hat ca. ein Dutzend Freundinnen versammelt, ihre eigene Fluxus-Sammlung, die No Art Collect, die wir ja jetzt auch schon kennengelernt haben auf dieser Tagung. Ihre Sammlung hat sie gezeigt. Und dann haben wir uns nicht nur über Fluxus unterhalten, sondern in einem Mittagspausen-Event einen großen Salat gemeinsam zubereitet. Das sehe ich als eine wunderbare Erweiterung unserer aktuellen Ausstellung. Und dieses Beispiel zeigt, wie inspirierend Fluxus auf Kunst und Leben wirken kann.